Fang mal an. Okay, ja, ich stehe in... Ach, wir müssen neu anfangen. Ich wollte in Calais sagen, aber wir sind nicht in Calais. Ja, mach mal weiter. Okay. Da ist das Asylanten da hier. Und das sind hier super Leute. Sie ist Deutsch, der andere ist Englisch, die hier Schlafsäcke an den Leute geben, weil es ist ziemlich kalt hier. Und ich wollte eigentlich auch mein Zelt hier aufstellen, habe ich gestern schon gemacht. Aber was diese liebe Frau mich jetzt hier erzählt habe, ich glaube, ich lass mal davon. Also was hat die Polizei hier gemacht? Ja, also ich kenne die Lage schon aus dem Sommer. Jetzt ist es noch schlimmer geworden, weil es natürlich kalt ist, aber es passieren halt ständig Räumungen, wo Zelte zerstört werden. Ich habe schon im September mitbekommen, dass Zelte zerschnitten werden, mit Pfefferspray besprüht werden und halt bei den Temperaturen von, ich glaube, es sind gerade 4 oder 5 Grad, Leute draußen schlafen müssen, weil nicht genug Platz in den Turnhallen ist, um alle, nicht mal alle Familien unterzubringen. Und das ist einfach super unmenschlich, was hier passiert. Sie haben dich deportiert? Ich habe gesagt, das ist super unmenschlich, was hier passiert. Sie haben dich auch deportiert? Deportiert. Wegen das? Nein, ja, also was wir auch mitbekommen haben, wir versuchen hier zu helfen, aber selbst uns wird es halt oft schwer gemacht. Unsere Handys werden teilweise geblockt, wenn wir versuchen, uns untereinander abzusprechen. Das ist im Sommer mehrfach passiert, bei als wir mitbekommen haben, dass am nächsten Tag eine Campräumung im Dschungel von Grosland stattfinden sollte. Wir hören öfter Stimmen, wenn wir miteinander telefonieren, französische Stimmen im Hintergrund, und wir haben plötzlich kein Netz mehr, wo vorher Netz war. Also die Polizei arbeitet schon direkt gegen uns oft, und das ist einfach super traurig und schade, weil Menschen dafür hier nachts draußen schlafen müssen, und es ist so kalt, dass Menschen einfach sterben können, wenn sie draußen schlafen. Das ist eben dieser Feind im Innern. Es sind keine Franzosen, das sind diese Freimaurer und was ich Pharaonen nenne. Und okay, ich danke dir, ich habe sehr viel Respekt für dich. Super, was du machst. Danke. Danke.